Hallo, liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurem Monats-Reading für den November 2023 hier bei Löwenherzlein. Ich werde jetzt hier auf die astrologischen Ausführungen erstmal verzichten und komme gleich direkt zu eurem Reading. Ich glaube, das wollt ihr auch ganz gerne. Wer astrologisch was wissen möchte, schreibt mich gern an. Ich werde das in einer anderen Form nochmal auf meinem Kanal machen. Ich habe da auch eine Abstimmung laufen, da könnt ihr mal schauen, wenn euch Astrologie interessiert. Mir liegt das ja sehr am Herzen, das zu kombinieren. So, wir beginnen auch gleich mit deinem Reading hier. Aber kurz nochmal, ich habe es nämlich gestern bekommen, mein eigenes Kartendeck ist aus dem Druck gekommen. Hier bin ich drauf, eine kurze Beschreibung von mir und das sind Karten, Lenormand-Karten, die ich selbst alle gemalt habe. Zeige euch mal ein paar. Da haben wir den Mond, den Turm, die Störche, der Stern, die Eulen, die Ruten und hier sind zwischendrin jetzt habe ich die Beschreibung der Karten, ja, und ein paar Legesysteme auch. Die Fische, das Herz, der Herr und der Brief. Ja, mein eigenes Deck. Wer Interesse dran hat, das zu erwerben, schreibt mich gerne an. Ich habe schon viele jetzt Reservierungen im Vorfeld gehabt, also schon eine Menge weg von den Decks. Wer doch zu Weihnachten was haben möchte für sich oder für jemand anderen, der reserviert das bitte, damit das noch alles rankommt. Wenn die ich jetzt gestern bekommen habe, weg sind, muss ich es neu bestellen. Das dauert mal ein paar Tage. Dann schreibt mich gern an. Es kostet 33,50. Ist größer als die normal kleinen Lenormand-Karten. Ungefähr die Größe, wo ich hier mit liege. Ja, ja, ich finde das sehr schön und bin auch sehr stolz drauf. Und ja, wenn du Interesse daran hast, dann schreibe mich an. Genau. Aber ich werde das auch noch mal komplett auf meiner Seite vorstellen und auch auf meiner Website. Aber vorab für euch schon mal. So, und jetzt beginnen wir auch mit eurem Reading. Auf geht's hier. Auf eure Gedanken. Was geht euch durch den Kopf im November? Da haben wir die Eulen, das Kind, der Ring. Ihr wollt hier was neu beginnen, was festmachen, was verbindlich machen. Setzt euch damit auseinander hier. Die Blumen. Die Wege als Hauptthema für euch im November. Die Wolken, eine Entscheidung, die euch Sorge macht, die euch schwer fällt, wo ihr drüber sinniert. Wie geht's weiter? Der Mond. Als Outcomes-Karte hier für euch. Der Fuchs. Und als letzte Karte das Herz. Okay, das ist ja interessant hier. Ja, es geht um Diplomatie. Ihr seid ja nun auf Wagen. Ihr legt da ja auch großen Wert drauf und sucht hier wirklich eine diplomatische Entscheidung. Aber es macht euch Angst. Und zwar geht es um eine Verbindung, die wieder neu aufgenommen wird. Um was Verbindlicher zu machen, nochmal neu. Ihr befürchtet, dass das sehr stressig wird, möchtet das aber diplomatisch machen, ne? Also ihr sagt nicht genau, wie ihr es denkt und wie es ist, sondern ihr versucht das hier ein bisschen zu verpacken. Ihr habt da irgendwie Angst vor einer Entscheidung, die zu präsentieren, so eine klare Richtung vorzugeben. Ihr versucht
mit Diplomatie. Wir legen jetzt mal drauf. Wir legen jetzt mal auf eure Gedanken hier aus dem Tarot. Ein Neubeginn, der verbindlich werden soll, macht euch Angst, macht euch Stress. Da haben wir den Magier, den habe ich ja lange nicht gehabt. Und die Sonne, da haben wir Löwe, Zwilling. Ich glaube, ihr dadurch, dass ihr euch so ein bisschen da rausschlängeln wollt, sage ich mal, glaubt ihr, gelingt euch das auch mit dem Magier? Das ist ja die Energie, ne? Magier ist so ein bisschen Manipulation. Man versucht es in eine Richtung zu lenken und es gelingt einem auch. Dem Magier gelingt ja alles, ne? Und mit der Sonne wird der Erfolg hier unterstrichen. Also ich glaube, ihr denkt einfach, ihr habt Erfolg damit. Wenn ihr euch da so, wenn ihr da nicht so, wenn ihr das so charmant macht, ja. Wie bringe ich es meinem Kinde bei, ja? So, nach dem Motto. Glaubt ihr, das ist der richtige Weg, das so zu machen? Vielleicht nicht klar zu sagen, was ihr denkt, sondern das so durch die Blume, ja, sehr charmant. Na, eine noch. Erstmal die. Okay. Dann nehmen wir erstmal die. Hier haben wir nochmal die Entscheidung, die euch sehr, sehr schwer fällt. Ihr versucht hier das mit Logik. Die Gefühle hinten weg, das Wasser und hier aus dem Kopf heraus, aber du kannst dich nicht richtig entscheiden. Und da wird so ein komischer, wird eigentlich keine Entscheidung, sondern ein bisschen von jedem so, ja. Das ist eure Spur, wo ihr glaubt, das ist der richtige Weg. Es ist erfolgreich so. Noch eine hier. Ich will noch eine hier auf die Realität hier, womit ihr euch auseinandersetzt. König der Schwerter, ja, der König der Schwerter, der sagt natürlich, was er denkt. Ganz knallhart. Also der ist die ausführende Energie. Das solltet ihr eigentlich tun, ja. Ganz klar zu sagen, das ist meine Wahrheit, da will ich hin. Und fertig. Das gelingt euch hier aber nicht mit den zwei der Schwertern, ja. Das versucht ihr hier so ein bisschen auszumanövrieren. Aber die Empfehlung ist hier eigentlich klar zu sagen, was ihr denkt, auch wenn es jemandem anders wehtut. Die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit. Das ist eure Wahrheit. Eine Karte aus dem kleinen Deck, bitte. Da nochmal die Erfolgskarte. Da habt ihr euch jetzt drauf eingeschossen, das nicht klar zu sagen. Sich nicht richtig für schwarz oder weiß zu entscheiden, sondern das Grau. Und da haben wir die hier gefunden. Da geht es ja auch um konservative Werte auch. Und das ist Stierenergie. Es geht ums Lernen. Ich gucke mir die Karte hier so an. Ich zeige sie euch mal lieber. Es geht um eine klassische Beziehung. Ist auch so die Hochzeitskarte, ne? Also dieses "Ich stehe zu dir". Ganz klassisch. Steht hier aber auch für einen Entwicklungsschritt immer die 5. Also du hast was gelernt auch, ne? Du hast gelernt oder die Erfahrung gemacht, dass wenn du sagst, was du denkst, dass es voll in die Hose geht. Also versuchst du es lieber anders. So. Versuchst du es hier lieber anders? Die Frage ist für mich, kommt jemand auf dich zu und möchte mit dir eine feste Beziehung haben, egal um welchen Lebensbereich es hier geht? Oder, und du weißt nicht, wie du dem das sagen sollst, nee, ich mache lieber meine Sachen eigentlich. Oder ist es umgedreht, ja? Aber wir schauen hier nochmal weiter. Noch eine Karte aus dem kleinen Tarot. Die ist mir jetzt runtergefallen. Entschuldigt bitte.
10 der Stäbe, das ist die Überlastung, ne? Mit sich alleine fühlen. Jemand muss hier allein die ganzen Stäbe tragen. Das ist die Frage. Lasse ich mich hier auf jemanden ein, dann hat seinen Preis, eine feste Verbindung, oder bleibe ich hier weiter alleine und trage meine Alltagssorgen, mein Alltag mit allen Herausforderungen alleine und sehe eigentlich nichts mehr außer Aufgaben täglich. Das ist, glaube ich, so dies. Eure Diskrepanz. Vielleicht wollt ihr hier auch etwas Zeit gewinnen, ja. Diese Menschen nicht verlieren, aber euch nicht festnageln lassen. Wir kommen jetzt hier gleich hierzu. Das finde ich auch interessant. Das ist nämlich der falsche Umgang mit deinen Gefühlen. Du siehst es, glaube ich, von einer falschen Perspektive aus. Ja, man kann ja Dinge, nimm mal hier die Sink, von dieser Seite aus sehen. Das gleiche Ding sieht aber so ganz anders aus. Und du siehst es nur von einer Perspektive. Das ist ein falscher Umgang mit deinen Gefühlen hier, ja. Diese Entscheidung müsste gar nicht dir so schwer fallen, wenn du einen anderen Umgang mit deinen Gefühlen hast, ja. Du fühlst dich vielleicht auch hier auf der Herzebene gar nicht verstanden, ja. Vielleicht ist es dir auch zu wenig emotional, geht es hier nur darum, in Anführungszeichen, wir kommen zusammen und bewältigen den Alltag. Da fehlt dir ein bisschen das Herz. Ja. Ist es irgendwie, gehst du mit diesen Gefühlen, mit deinen eigenen Gefühlen nicht richtig um? Nimmst sie vielleicht nicht ganz ernst und machst dir das Leben deswegen schwer? Versuch das mal aus einem anderen Blickwinkel vielleicht alles zu sehen. Vielleicht kommst du dazu einer Erkenntnis. Da lege ich jetzt aber Tarotkarten drauf. Auf. Der Turm von außen. Passiert da was? Na? Eine Karte hier noch auf der Karte. Komm. Riesenkarten hier. Der Turm und die Welt. Der Turm ist, was dir das Universum schickt und sagt, hey, werd mal wach, ich schicke dir jetzt ein Ereignis, einen Menschen, der dir mal kurz den Boden unter den Füßen wegzieht, damit du hier an deinen Umgang was änderst. Es wird dir was bewusst gemacht, dass das so nicht funktioniert, dass das vielleicht auch eine Art Selbstschutz, Selbstbetrug etwas hier ist, auch mit dem Fuchs. Es wird hier was geschickt, was dir ein Eye-Opener, wo du merkst hier, du wirst hier einen Lebensabschnitt beenden. Dieser Umgang mit deinen Gefühlen wird sich durch ein Ereignis verändern. Du merkst, du bist daraus gewachsen, du bist gar nicht mehr der du hier noch meinst zu sein, ja. Eine Karte auf den Turm und auf die Welt. Ja, die Einsicht. Und die kleine Waage. Das ist eure kleine Schwester hier. Das ist Jungfrau-Energie, das Analytische. Du kommst hier zur Einsicht, weil hier was passiert, was dich dazu treibt, dass du das alles nochmal überdenkst. Dass du deine Emotionen hier wieder einpendelst, ne? Diesen falschen Umgang mit den Gefühlen, die falsche Sicht vielleicht auf die Liebe, wird sich hier ändern bei dir. Also das wird dann Schnee von gestern sein. Da bist du noch voll drin, aber dann passiert was und dein Weltbild ändert sich, deine Sicht ändert sich, vielleicht auch deine Werte. Ja, werden wir hier überdacht werden. In Bezug auf eine Person, um eine Liebe, um eine Verbindung, um eine Beziehung. Interessant. Ja, manchmal muss das Universum kommen und die Augen öffnen, wenn wir irgendwie blind sind, ne? Und das Leben selbst schwer machen, dann
wird's extremer und dann platzt es und dann kann man was ändern hier und hier wird was in den Abschluss kommen. Also irgendwas wird sich auf deiner emotionalen Basis hier ändern. Und jetzt nehmen wir, nee, eine Amos-Botschaft. Im fortlaufenden Video schauen wir natürlich auf dein Gegenüber, ne? Wie sieht der das? Wie ist der denn drauf? Und warum dieses Misstrauen? Ich mache hier doch noch mal, misch das noch mal richtig. Okay, die zwei. Na gut, es sollen heute zwei sein. Die Antwort lautet nein. Und tief in deinem Herzen kennst du die Antwort. Tu, was du für richtig hältst. Ja, nein, so geht es nicht. Das weißt du auch. Das weißt du auch, und du tust es trotzdem. Weil du dich irgendwie selbst belügst, betrügst. Tief in deinem Herzen kennst du die Antwort, ja? In deinem Herzen weißt du, was richtig ist. Wie gesagt, im fortlaufenden Reading schauen wir auf dein Gegenüber. Wie sieht der das? Was ist mit dem los, ja? Bei Fragen schreib mich gern an. Auch private Legungen oder astrologische Beratung stehe ich dir zur Verfügung. Und nochmal, wenn du das Kartendeck haben möchtest, schreib mich auch gern an. Mach's gut. Wenn wir uns jetzt nicht gleich sehen, bis dahin, dein Löwenherz.